Witz. Domme, Domme, Domme! Ja, aber wie denn? Mit was denn, Sebi? Mit was? Kann ich nicht, ich steck bei dir drinnen. Mit meinem Traktor. Jetzt auf mit deinem Traktor hier zu breakdancen, ne? Und lass mich. Ey, ich krieg hier einen psychischen Anfall! Was geht, meine Party People, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz YouTube! Wir spielen heute eine weitere Folge, den Endgegner aller Simulatoren. Landwirtschaftssimulator mit Sebastian. Übrigens, kurze Eigenwerbung. Am 3. März um 18 Uhr kommt meine erste Kollektion online, wo ihr übrigens diesen süßen, geilen, pinken Pullover kaufen könnt. Und noch andere Pullover in blau, weiß, beige, rosa. Und natürlich auch T-Shirts, eine Kappe und eine Beanie dazu. Schreibt euch das in den Kalender. Die ersten 50 Bestellungen kriegen eine handsignierte Autogrammkarte dazu. Und jetzt labern wir nicht so viel rum. 250 Likes und es kommt nächster Part in diesem Kack-Game. Tschüss, so geschlossen. Und jetzt viel Spaß mit dem Bruch. Let's go. Ey, Sebi, ja, weißt du überhaupt was? Geh jetzt mal weg und lass mich mal Fifi begrüßen. Ja, Fifi, oh, hallo. Sebi, hörst du jetzt zu? Wo bist denn du? Ja, wo bist du, ein Feini? Ja, wo bist denn du? Sebi! Ja, ja, was? Mein Chat fragt, ob du die Aufnahme richtig hast. Was ist mit euch los, ey? Lass... Ach, ey, weißt du, was du im letzten Mal gesagt hast? Wenn wir nochmal Farming Simulator spielen, dann springst du im Dreieck. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe heute Beine trainiert. Wehe, ich muss jetzt im Dreieck springen. Ja, du springst jetzt im Dreieck, du hast es gesagt. Wie springt man überhaupt im Dreieck? Du hast das gesagt, ey, Domme, wenn wir noch einmal LS spielen, dann springe ich hier aber im Dreieck. Ja, wie? Ich habe hier keinen Platz, Alter. Ich kann ja nicht im Dreieck springen, Mann. Okay, habe ich gemacht. So eine Lüge, Alter. Oh, meine Bienen. Schau mal, wie brav die produziert haben. Au, die hat mich gestochen. Let's go, Alter. Ich mache jetzt erstmal Bienenhonig, bevor du dich entscheidest, was wir heute machen. Ey, haben wir eigentlich keinen Gabelstapler mehr? Wir haben keinen Stapelgabler mehr am Start. Domme, was ist der Plan für heute? Wir brauchen einen Plan. Wir brauchen Vorgaben. Wir müssen jetzt was machen hier. Ey, Sebastian. Domme, ich bin super gut im Faulsein. Ey, kommst du hier mal her? Komm mal her zu mir. Ja. Kurze Lagebesprechung. Wo bist du, Domme? Ja, ich sitze in diesem Ding da. Ja, wo bist denn du? Ja, wo bist denn du? Ja, wo da bin ich. Ja, wuschi. Ja, hier bin ich. Ich rede mit dem Hund und nicht mit dir, du gottloser Goblin, ey. Wow. Kannst du dich hier mal reinsetzen in dieses Ding? In dieses rote hier? Ja, und kannst du dann die Gabel hier aufnehmen? Das ist keine Gabel, das ist ein, Wir müssen nur mal ganz kurz die Hühner füttern und dann machen wir ein Feld, hätte ich gesagt, oder? Ich fütter hier keine, das ist deine Aufgabe. Ja, aber ich kann mit diesem Ding nicht umgehen. Ist dir übrigens aufgefallen, dass wir überhaupt nicht genug Geld haben? Du könntest die Zeit mal so richtig schnell vergehen lassen, damit wir überhaupt Kohle zusammenkriegen. Wir haben noch 120.000, ist doch gut. Ja, für ein Feld reicht das nicht aus. Machst du jetzt das bitte mal? Wie denn? Das geht nicht. Schmeiß das mal um. Wie? Ja, nimm's jetzt. Ja, warte, ich steck im Glashaus. Ich steck im Glashaus fest. Zeig mir mal, wie du in Real Life im Glashaus feststeckst, Alter. Warte kurz. Jetzt sei mal tief entspannt und bleib ruhig, okay? Mann, jetzt connect dich mal mit dem Rotz hier. Ich kann nicht connecten, Alter. Ich hab iPhone, das ist Android. Ich kann damit nicht... Jetzt, es ging. Komm, ich will mal was probieren. Nee, du probierst jetzt gar nichts. Doch, ich will mal was probieren. Komm mal her, doch. Was denn? Ehrlich, aber kann ich dich damit hochheben? Au, mein Kopf! Au! Ey, das ist unrealistisch. Ey, du kannst mich doch nicht dehnen wie ein Kaugummi. Bist du wahnsinnig oder was? Miep, miep, Sebi. Die Kohle bringe ich hier rein. Ich bringe die Kohle rein mit den Erdbeeren. Ich bringe die Kohle rein mit dem Honig. Und du machst nur Experimente hier mit Hühnchen und mit den Kühen und allem. Ey, wir haben jetzt dann so viel Eier, die können wir verkaufen. Schreie nicht so rum und hilf mir jetzt mal. Wie kann ich denn das jetzt hier mal? Einfach nur loslassen. Ja, Domme, wir müssen echt mal koordinieren, wer hier der Chef ist. Lass du es los jetzt? Ich meine, hast du ein Handgelenksproblem? Ja, ich warte, es geht gerade nicht. Boah, du kannst ihn verlängern. Das bräuchte ich ja auch mal, Alter. Domme, jetzt erklär mir mal, was wir machen. Ja, wir holen uns jetzt ein Feld. Das Feld cleanen wir komplett. Warte mal, wir haben doch ein Feld. Wir haben doch Feld Nummer 22, gehört uns. So, okay, hier machen wir mal Feldinspektion. Also, der Boden, der ist schon von den Mineralien her, ist der Boden super, muss ich sagen. Ganz ehrlich, du. Das ist ein richtig schöner bayerischer Boden. Es ist stockdunkel. Ich sehe nichts mit meiner Sonnenbrille. Es ist dunkel. Ey, warum ist dir so dunkel jetzt? Domme,
weil du die Zeit schneller verlaufen lässt, damit wir mehr Kohle reinkriegen. Okay, also was sehen wir hier jetzt denn an? Auf was bist du, was hast du denn Bock? Ich hätte Bock, dass wir eine Cornflakes-Fabrik machen. Wir machen eine Cornflakes-Fabrik? Ich weiß nicht, man kann, glaube ich, eine Cornflakes-Fabrik machen, oder? Domme, wir haben hier schon Mais angelegt. Hier ist schon Mais am Start. Guck mal, der wächst hier. Ja, hast du den gesät? Ich habe ihn gesät. Wer von uns beiden arbeitet und wer von uns beiden ist hier nur am Kritisieren? Ja? Nein, aber schau mal, was hier unten steht. Muss gewalzt werden, das Feld. Es ist so gottlos, das Spiel. Ey, Sebi, du musst 34 Mal übers Feld fahren. Also einmal musst du grubbern. Dann musst du anpflanzen. Dann musst du walzen. Dann musst du Pflanzenschutz machen. Dann musst du abbauen. Dann musst du dem jeden einzelnen Kolben ein Bussi geben, aufs Bauchi. Hier wächst Unkraut dazwischen, Sebi. Warum wächst hier Salat? Das ist kein Salat, das ist irgendein... Ja? Eine Mist... Das ist ein... Was ist das hier, ey? Ja, was ist das hier? Das ist die größte Scheiße, die ich in meinem Leben hier gesehen habe. Was ist das, ey? Ich habe nur Kacker hier am Fell. Was ist das, Mann? So, wir müssen uns jetzt konzentrieren, damit ich nicht einen kompletten Anfall kriege und den Notausknopf drücke, den hier... Unkraut? Ich muss das Unkraut striegeln? Soll ich mit einer Haarbürste... Da ja, drüber fahren oder was? Also okay, ich walze und du machst Unkraut weg, okay? Ja, aber wie denn? Mit was denn, Sebi? Mit was? Ja, ganz cool bleiben. Was denn? Mann, Sebi, ich kann schon wieder nicht. Alle sagen jetzt wieder nicht striegeln, ihr müsst spritzen. Die anderen sagen strie... Was soll ich spritzen? Soll ich mir Heroin reinzwirbeln oder was? Domme, hör auf mit diesem Fachbegriff. Jetzt ja, habe ich Unkraut aus. Ich habe Unkraut ausgeschalten. Was, wir müssen spritzen? Ja, was müssen wir spritzen? Domme, das Wort ist mir ein bisschen ungeheuer. Können wir nicht blitzen sagen, statt dem... Wir müssen blitzen. Ja, blitzen. Ach so, wenn Unkraut aus ist, müssen wir nichts spritzen und nichts striegeln, Domme. Nee, ich habe Unkraut ausgemacht. Ja, dann hast du jetzt aber umsonst diesen Insektenvernichter 3000 gekauft, Domme. Ich habe gar nichts gekauft. Doch, hier steht doch ein Sack. Ja, aber ich habe den nicht gekauft. Ich bin beim Händler und hier sind deine Säcke, die hier hängen, Alter. Ich habe den nicht gekauft. Das waren deine Spritzsäcke von letztens. Du musst mir einen Düngestreuer kaufen, dann kann ich den holen hier. Was ist denn ein Düngestreuer? Das ist wie so eine Fee, die Zauberstaub auf das Ding drauf macht und dann wächst das. Ja, und wofür ist das? Ey, es steht gedüngt 100%. Ja, was brauchen wir dann? Wir müssen jetzt warten, bis der Mais wächst. Warum ist mein Feld hier kaputt, Domme? Was denn? Ich mach ja, doch gar nichts, Alter! Ja, kann ich jetzt was dafür? Einer muss den Mais abbauen, abschrebbeln oder so und der andere muss es einsammeln. Ey, jetzt halt mal die Luft an, okay? Du musst noch ein Schneidewerk dazu kaufen, Sebi, weil sonst wird das gar nicht. Ach, come on. Und was muss ich noch kaufen, Alter? Muss ich einen Auspuff noch kaufen? Was hast du denn hier gemacht, Sebi? Was ist das denn? Och, Mann, Sebi! Ja, fahr doch. Ey, hier ist die Latte. Ey, Domme, das Zeug ist nur gemietet. Ey, mein Rohr! Boah, Digga, hey, wenn ich sauer bin, kann ich hier auf dem Balkon hier meinen Mist ablassen. So, jetzt sagen wir es der Renate. Hä, hey, bist du wahnsinnig? Mein ganzer Balkon ist voller Mais. Ja, ist er. Ich glaube, jetzt ist gewachsen, Domme. Nee, ey, fahr hier nicht durch. Warum nicht? Ey, was machst du hier? Lass deine Zangen eingefahren. Die Zangen werden ausgefahren. Alter, das ist ein... Ey, du machst meinen Traktor kaputt! Alter, das Ding ist breiter als der Türsteher, Mann! Ey, legst du jetzt mal den ersten Gang ein und fährst hier durch, oder was? Du hast mich! Du hast mich gar nichts, Alter. Domme, ich fahr jetzt und töte den Mais. Du jetzt bitte mal! Alter, schau, wie das rausspritzt! Wow. Ich kann das gut, Mann! Ich kann das richtig gut, Domme. Der ganze Mais wird vernichtet. Wir müssen wenden. Mann, wie soll ich denn hier winden? Wie soll ich denn hier bitte mit dem... Oh, was machst du denn mit dem Auto? Ich töte das Auto. Guck dir mal, wie gefährlich das aussieht, Alter. Das sieht wie aus einem Saw-Film aus hier, Alter. Was machst du? Ja, ich wollte hier so einen epischen Saw-Moment erstellen. Ja, du epischer Saw-Moment. Ich werde episch gleich hier rauffahren, Alter. Ach, egal. Da, episch. Jetzt hast du einen epischen Saw-Moment. Ach, Domme, du machst mir meine geile Phase hier kaputt, ey. Fahr ja doch rein jetzt ins Feld. Ey, Sebi... Wo finde ich ein Silo? 120.000 Euro? Ja, du kannst es mieten, oder? Hast du jetzt mich ernsthaft gefragt, ob ich das mieten kann? Bist du bewusstlos? Hey, Chat, wie drehe ich das? Kann mir irgendwer... Jetzt habe ich es einfach platziert. Boah, Mann, Sebi, ich habe es einfach... Egal. Du gottloser Goblin, Alter. Egal. Ja, was mache ich hier jetzt? So muss ich das jetzt hier reinleeren? So, Domme, wo bist du? Wo leerst du was rein? Wo am Hof ist das Silo, Domme?
Domme, wo ist das Silo? Schau es dir doch einfach an, Sibi. Ich bin im Hof, ich sehe es nicht. Wo ist es? Domme, ich bin am Hof. Sag mir, wo du bist. Mann, hier hinten, ganz hinten in der Ecke. Ey, was hast denn du hier, ey? Warum baust du hier eine Autobahn, Mann? Das ist das Fahrsilo. Das ist eine Autobahn. Ja, wir fahren jetzt, komm. Ja, mach bitte wieder den Anhänger ran und komm zum Mähdrescher, weil, ja, wir haben den nämlich nur für mehrere tausend Euro gemietet. Das kostet ja nichts. Ja. Ist ja alles gratis auf der Welt. Okay. Ich bin ja alles geschenkt. Das ist ja hier das Schlemmerland, Alter. Was für ein Schlemmerland, Alter. Der Mais fängt zu schimmeln an, wenn du hier jetzt noch weiter trödelst. Du musst den größeren Traktor nehmen. Warum muss ich denn den größeren nehmen? Es geht doch... Oh. Soll ich dir sagen, wie man jetzt Traktor fährt oder was? Ey, ich komm doch, ich bin doch schon da, Alter. Ah, da endlich, Alter. Da ist der Herr Anwender. Wann starten wir? Ey, Sebastian, bei mir... Ey! Aliens! So viel zum Thema Aliens! Du stehst bei mir am Feld und fährst gleichzeitig den Schneidedings. Hä? Ach so, du meinst die Aliens? Ja, ich hab doch gesagt, dass es Aliens gibt, Alter. Du stehst hier vor mir. Nein, ich bin schon weg. Nee, du stehst hier. Hä? Du stehst hier bei mir und fährst gleichzeitig den Häcksler. Na. Ah, ich hab mich verfahren. Ah! Ey, Domme, lass mich einmal... Ach, du bist so ein gottloser Kopf. Lass mich doch einmal hier in Ruhe drüber häckseln, Alter. Okay, warte, ich dreh um. Ich fahr in den Garten von Renate. Ey, nicht in den Garten von Renate. Du hast keinen Zugang zu diesem Land. Sag mal, bist du wahnsinnig? Du kannst doch nicht in meinen Garten fahren. Ich ruf die Polizei, du Wahnsinniger. Mann, ich kann ihn nicht umdrehen. So, jetzt. Ich bin ready. Achtung, warte, warte kurz. Na, warte, ich muss Spannung aufbauen. Alter, wie der das einsaugt da vorne, ey. Ich sag's dir. Ja, das ist ein richtiger Saugebärt-Heribert, Alter. Wie Alter. Anwender, du hast dein Leben vergeudet. Du hast nichts getan, du hast geschlafen. Deswegen, leben oder sterben. Laufe. Um dein Leben. Ah! Ey! Ey! Ah! Also ich habe mir das ein bisschen cooler vorgestellt, muss ich sagen. Das ist ja mal die langsamste Sawmaschine überhaupt, Alter. Ey, Alter, du lass hier überhaupt einen Streifen frei. Ja. Ich war an dir interessiert und nicht am Mais, Domme. Ey, schau dir mal den Strahl an, Alter. Welcher? Kann ich zu dir rüberstrahlen so? Nee, mein Strahl geht nicht weit genug. Ich komme hier nicht durch. Immer näher an den Meer. Okay, komm näher ran, Domme. Ja, warte doch. Ja, kommst du? Ja, bist du ein Feini? Ja, wo bist denn du? Ja, kommst du her? Ey, ich steck fest. Sibi, ich steck fest. Ich komme nicht weg. Boah, in die Biotonne, Alter. Sibi, ich steck fest. Ja, sag's doch fünfmal. Vielleicht ändert's das dann. Ich bin rausgekommen. Ey, das ist absolut logisch, ey. Ich sag's dir. Domme. Beweg dich. Ey, der Strahl. Der Strahl. Beweg dich jetzt, Alter. Komm jetzt daher, Mann. Ich kann das alles nicht mehr. Was muss ich drücken? Alle Knöpfe gleichzeitig am besten. Ey, was muss ich denn drücken, Sebi? Du musst... Ja, keine Ahnung. Du bist der Fahrer. Ja, aber du weißt doch, was du gedrückt hast. Nein, es steht da B oder irgendwas. B oder X oder so. Ey, wir müssen heute wenigstens irgendwas Sinnvolles machen hier, Alter. Denkst du, wir vergeuden hier unsere Zeit, oder was? Ja, Alter, wir machen den ganzen Stream noch nichts anderes als das. Ja, ich weiß. Was soll man denn sonst machen in Landwirtschaftssimulator, Alter? Eine Rakete können wir hier nicht bauen in dem Spiel, Mann. Wirklich nicht? Habe ich mir schon gedacht. Warum gibt's eigentlich keine Maismarmelade? Was ist los, Domme? Was machst du? Gar nichts. Domme, wenn du länger als 7 Sekunden ruhig bist, dann stimmt was nicht. Domme, was hast du... Domme! Ich steh auf jetzt wieder, ey. Kaputt. Du verlierst ihren Mais. Nie wieder hier mit... Nee, du sorgst jetzt dafür, dass der Bree jetzt wieder aufsteht, Mann. Ja. Ich lebe gleich wieder. Leb, ich will leben. Komm, muss sich der Postler gerade denken. Mach mich wieder gerade, mach mich wieder gerade. Ja. Jetzt auf mit deinem Traktor hier zu breakdancen, ey. Und lass mich... Geh mal weg jetzt, Domme. Lass mich jetzt auf dem Hof fahren, Alter. Ey, ich komm nicht weg, Sebi. Ey, ich komm nicht weg. Domme, du fährst nach oben, Alter. Das ist nicht One Piece, wo es nach Skypia geht, Alter. Das ist hier... Domme, bitte, ich will fahren. Ey, mein Traktor fährt keinen Meter. Wie viel PS hat denn der? 5 oder was? Ey, Sebi, schau mal, was hier liegt, Alter. Domme, Sicherheitsabstand. Du hast 50 Meter Mindestabstand zu mir. Ey, Sebi. Domme, geh sofort hier weg, Alter. Domme, wenn ich einmal anhalte, komme ich einen Berg nicht hoch. Ich habe zu wenig PS. Domme, schieb an von hinten jetzt, komm.
Schieb mich an. Guck, wie langsam ich bin, Alter. Ey, Sebi. Ey, weißt Domme, du, was bitte. Hier liegt? Domme, schieb mich jetzt hier rein in den Hof. Bitte. Bitte, Domme. Bitte. Bruder, hilf mir, Alter. Du bist wie bei König der Löwen, der Scar, Alter. Ey, hör, kannst du mir auch mal zuhören? Nein, du machst mich jetzt in den Hof rein. Du machst jetzt Sebi glücklich. Wär doch mal, du fährst nicht mal. Ich hör dich kaputt. Ich komm nach Kärnten. Lass mich jetzt auf dem Hof, ey. Ey, du fährst nicht mal. Schieb mich jetzt an. Und lass mich auf dem Hof. Ich schieb doch. Ich schieb doch. Ey, Sebi, hast du gesehen, was am Straßenrand gelegen ist? Ich höre dir aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu. Ey, am Straßenrand... Domme! Sorry, ich wollte wirklich nur vorbeifahren. Boah, ich kotze hier gleich im Strahl, Mann, Alter. Ich mache jetzt echt Hackfleisch aus Domme. Fährst du jetzt auch mal weiter, oder? Ich trau mich nicht. Du hältst keinen Sicherheitsabstand zu mir. Mann, ich bin doch schon weg. Du bist wie so... Ich weiß nicht, ey. Wie so eine Fliege. Die hier ständig... Hier so rum... Lädt doch da, Mann. Wie ladest du das denn ab, Alter? Ja, so, dass ich es gut verdichten kann dann. Ja, verdichten. Ja, so wie du es abgeladen hast, Alter, da kriegen wir eine Anzeige wegen Hässlichkeit. Was tust du? Verdichten. Nee, du bist dicht, Alter. Du hast was getrunken, ey. Komm sofort her, hauch mich an. Hauch mich sofort. Komm sofort her. Alter, Bruder, du... Alter, das ist purer Wodka, den ich da rieche, ey. Wo bist du denn, Sebi? Jetzt kommt Papa mit dem Traktor nach Hause, Alter. Aber hauptsache die Hundehütte, ey, die hätte ich weggebracht. Bruder, die Hundehütte! Ich kaufe den teuersten Traktor und der kommt an der Hundehütte nicht vorbei, oder was ist hier los, Alter? Ich komm nicht raus, Alter. Domme! Raus mit den Viecher! Raus mit den Viecher! Raus! So ist gut, Alter. Ich schieb von hinten an. Wo muss ich denn überhaupt hin? Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Zu mir! Alter, ich hör schon die Anrufe bei der Polizei. Ey, John! Ja? Hier bewegt sich ein unidentifiziertes Flugobjekt über mein Feld. Ja, das ist der neue Traktor von Harold. Was? Das ist ein Traktor? Oh mein Gott! Wie weit ist die Technik gekommen? Oh, musst weinen! Hab ich mehr PS als du? Hm, Domme? Musst du weinen? Hm, du Armer. Domme! Hey, hey, okay, bleib cool. Hey, wir sind Freunde. Hey, Domme, du und ich gemeinsam, so weißt du, die alten Zeiten. Hör auf, mich umzuhauen. Domme, bleib cool. Alles gut. Domme, bitte, lass mich in Ruhe. Ja, lass mich mal jetzt hier durch. Ja, kann ich nicht. Ich steck bei dir drinnen. Ey, wo strahlst denn du ab, Alter? Okay, sorry. Ich erkläre dir das jetzt, weil ich bin professioneller Landwirt. Der Mais kommt ins Silo. Und im Silo kommt dann Sido und singt drauf. Fängt an zu rappen. Und dann ist das sogenannte Rapsmais. Wegen Rap. Weißt du, Rap, Rap. Ey, ich habe gerade wirklich einmal gehofft, es kommt was Sinnvolles. Ich schwör's dir, mein Gott. Ey, schau mal, was hier am Boden liegt, Sebi. Ich weiß vor allem, dass ich Sicherheitsabstand zu dir brauche, Mann. Nee, was machen wir jetzt mit dem ganzen Mais? Was machen wir jetzt mit dem? Ja, wir machen aus dem Mais, Popcorn. Das neue Beauty-Produkt von Garnier. Right now, baby, right Silage now, von Garnier. Baby, right die Kühe zum Fressen. Ey, du musst schon neben mir fahren, Sebi. Sonst hat das hier keinen Sinn, was wir hier fabrizieren. Oh, wie kommen Landwirte miteinander klar, dass die sich nicht gegenseitig hier... Domme, du strahlst hier irgendwo hin, Alter. Du sprühst hier aufs Nachbarfeld, Mann. Fahr doch neben mir, verdammte Scheiße. Ich kann hier einen Rückwärtssalto mit meinem Traktor der Mais geht verloren, du Eierkopf. Ja, ich habe halt Angst vor dir, Domme. Ich habe gelernt, bei dir darf man nicht in der Nähe sein. Warte, ich fahr mal beim Nachbar übers Feld. Ey, das ist nicht Landwirtschaftssimulator, sondern Sebi-Nerven-Simulator, Alter. Wie kann ich hier was produzieren? Ich muss das jetzt hier mal platt drücken alles, oder? Hier das ist alles platt gedrückt werden, oder? Ich drück dich gleich platt, ey. So drüber, Alter, oder? Sebi, wir können hier eine Plantage machen. Domme, ich muss jetzt ein Schiebeschild besorgen, Alter. Ey, ich krieg hier einen psychischen Anfall. Mieten. Let's go, ja. Wo? Mann, ich krieg Sebi. Sebi, bitte, hol die Polizei. Hol irgendwen. Ey, Sebi, deine Erdbeeren brauchen... Warte. Sebi. Deine Erdbeeren brauchen dringend Wasser. Digga, ich hatte krasseren Jumpscare als in Granny gerade. Deine Erdbeeren brauchen dringend Wasser. Ich brauche dringend eine Therapie, Mann. Ey, Sebi, ich will dir nichts sagen, aber die Bäckerei steht hier umsonst. Ja, natürlich, hau die weg. Wer hat denn die Bäckerei hier hingepflanzt? Natürlich, Bäckerei, Alter. Ja, alles... Digga, warum steht der Mähdrescher auf den Gleisen? Hä? Keine Ahnung, ich hab den noch nicht hingepackt. Früchte? Hast du eigentlich gewusst, dass eine Tomate wirklich zu einer Frucht zählt?
Ja, ich weiß, das ist eine Frucht. Boah, dieses Spiel! Boah. Kann ich den hier wegschieben, hier den Postler, Alter? Der Postler ist hier ständig im Weg. Ja, was? Wie mache ich die Bäckerei wieder weg? Keine Ahnung, du hast sie gekauft, du musst sie wieder wegmachen. Mann, ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Und wo wirst du das jetzt alles hinschieben? Ich schieb's dir gleich in den... Noch einmal hier auf die Nerven gehst. Du gehst jetzt hier weg, Mann. Mein Traktor macht nicht, was ich will, ey. Was ist, Domme? Jetzt sehe ich nichts wegen dem Baum. Da ist ein Baum. Ey, Domme, bitte. Können wir was anderes... Können wir die Firma her anrufen, die dieses Spiel gemacht hat und ihr sagen, dass es nie wieder... Das war's mit dem Video, meine Damen und Herren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf gar keinen Fall auf den Like-Button. Mit 250 Likes kommt nächster Part mit Sebi. Ansonsten Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nettes Kommentar da lassen für den Algorithmus. Schreibt mir gerne weitere Spiele unten in die Kommentare, die ihr sehen wollt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, ciao und reingehauen.